Da seid ihr ja, Leute. Da seid ihr ja. Willkommen. Jo, da würde ich mal sagen, hallo und herzlich willkommen. Ich bin's wieder, euer Tobsen. Willkommen zum weiteren Vlog heute vom Samstag haben wir. Samstag, den, lasst mich nicht lügen, 8.4. Ja, dann geht's los heute. Hör mal, guck mal raus. Verdammt geiles Wetter, auch wenn die Scheibe ein bisschen dreckig ist davon, ne? Ich will jetzt mal eben auf den Speicher, wo meine ganze Wäsche hängt. Mal eben ein paar Socken anziehen. Und dann geht's weiter Fußball gucken. Köln-Gladbach spielt gerade Derby. Auf jeden Fall ein sehr, sehr heißes Spiel, gerade unentschieden. Aber da gucken wir jetzt auf jeden Fall jetzt weiter, ja. So Leute, erstmal ganz kurz am PC setzen und dann geht es gleich auch direkt weiter. Ich muss nur eben kurz was auf meinem Kanal gucken und dann werde ich erstmal weiter Fußball gucken. Ich denke, wir werden eine Timelapse oder so davon sehen, müssen wir mal gucken. Ja, auf dem Kanal fast die 20.000 Aufrufe auf jeden Fall geknackt. Ist auf jeden Fall nice. Sehr gute Resonanzen, die Aufrufe sind auch mittlerweile mega, mega krass. Also ist auf jeden Fall, ich bin euch da mega dankbar, die Tobsen Army geht ab, waren auch wieder alle direkt da, als ich gestern das erste Mal wieder gestreamt habe. Ey, einfach der Hammer, Leute. Da muss ich auch nochmal Danke sagen, ne? Ja, dann sehen wir uns jetzt gleich wieder. So, ich bleibe jetzt doch noch ein bisschen länger drin. Ich bin jetzt nach und nach eigentlich dabei, auch mal komplett die Thumbnails von allen Videos zu ändern, was sehr, sehr lange dauern wird. Und draußen ist gerade gar nicht mal so viel los. Auch wenn die Sonne scheint, also das ist, ich meine, gutes Wetter. Hier wohne ich, Leute. Also auch wenn es so scheint eigentlich, dass draußen gutes Wetter ist, ist gar nicht mal so viel los. Ich bin erst heute Abend sehr wahrscheinlich draußen unterwegs. Und jetzt setze ich mich erstmal dran, hier auch mal ein paar Thumbnails zusammenzuschneiden, alles rum und dran und hin und her. Und das wird jetzt noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Deswegen würde ich mal sagen, mache ich jetzt einfach mal eine kleine Timelapse, weil, ja, muss auch mal sein, man muss sich auch mal hier hinsetzen und alles fertig machen. Das ist auf jeden Fall auch Pflichtsache eigentlich, ne? Vor allen Dingen, weil ich meinen Kanal ja generell ändern will. Deswegen, und ein paar Videos auf nicht gelistet stellen, was auch immer. Ihr wisst ja, fick die Ex, keine Ahnung, ne? So, dann würde ich einfach mal sagen, mache ich jetzt mal einen Timelapse, ja? Wie ihr gesehen habt, habe ich mal ein paar Shots von draußen aufgenommen, weil ich bin halt noch ein bisschen was am PC, am Kanal am machen. Deswegen bin ich ja noch drin. Ich werde später eventuell noch rausgehen. Der Plan hat sich ein bisschen geändert, weil muss auch mal sein. Und ihr seht es ja, ist einfach geil draußen. Ich habe euch mit der Droh, mit dem Kameragimbal einfach mal ein paar Shots aufgenommen. Auf jeden Fall geil. Auch wieder mega Bock. Ich werde jetzt gleich wahrscheinlich noch eine Stunde streamen, also ich denke mal in ein paar Minuten so, muss ich auf jeden Fall mal gucken. Ich werde vorher noch eben duschen gehen und eventuell heute Abend noch weg. Ja,
Auf jeden Fall mega, mega nice. Mal gucken, ob ich noch eine Stunde streamen kann oder eine halbe Stunde. Kommt halt immer drauf an, wie die Zeit ist. Passieren auch manche Sachen spontan, deswegen kann man das nicht immer so genau sagen. Aber an sich ist das schon alles sehr durchstrukturiert mittlerweile auf meinem Kanal. Ja. Dass auf jeden Fall jeden Tag ein Video online ist. Manchmal auch zwei, ihr habt es ja gesehen, manchmal auch zwei, aber dass auf jeden Fall jeden Tag ein Video online ist, da steckt dann auch schon viel hinter, weil ich die Zeit oftmals nicht habe, Arbeit hin und her und privat und keine Ahnung. Das bringt einen manchmal einen Schritt zurück, sag ich mal, von Videos her und alles, aber irgendwie schafft man es dann doch regelmäßig noch was rauszuhauen, auch wenn manchmal leider in den Vlogs nicht so viel Inhalt ist, kann man halt nichts dran machen. Ich verdiene kein Geld damit, ich mache es immer noch hobbymäßig und manchmal ist halt ein Tag sehr, sehr eintönig. Ja? Dann hängt man nur zu Hause rum oder ist vielleicht auch mit Kollegen unterwegs, geht man nur einkaufen, quatscht ein bisschen auch über private Sachen, dann ist so ein Vlog halt eintönig. Aber trotzdem probiere ich halt so viel mit reinzubringen, wie es auch geht, wie ich auch aufnehmen kann, was ich auch zeigen will auf YouTube jetzt. Ja, ja. Sagen, gucken wir einfach mal, was heute Abend noch so passiert. Ne? Ich habe auf jeden Fall Bock, ich werde das Video jetzt gleich auch schneiden. Also sehr, sehr lange wird es nicht mehr gehen. Ne? Ich werde es auch gleich schneiden, dass es auf jeden Fall heute noch online kommt. Weil, wie gesagt, heute Abend wollte ich noch weg. Davon werde ich eventuell auch was aufnehmen, so einen kleinen Late Night Vlog. So Versprecher vor so einem Schwanz im Mund. Late Night Vlog machen. Das kann natürlich passieren und dann auch noch streamen. Ja, ihr werdet es natürlich sehen, ihr werdet es erfahren. Deswegen, ja moin. So, ich habe Hunger, Leute. Erstmal schöne Schnitzel in die Pfanne hauen. Hier so ein Kühlschrank, was Fertiges. Ich habe jetzt keinen Bock, einen Schnitzel oder so zu panieren. So, das Schnitzel habe ich schon da. Ich habe gerade fast eine Pflanze runtergerissen. Und Öl, so. Öl, zack. So, Pfanne drauf, Klatsch, so. Und dann mache ich mir jetzt erstmal schön Schnitzel, ich habe Hunger, Leute. Habe ich euch schon gesagt, dass ich gerne Schokolade esse? Auf jeden Fall lecker, Leute. Muss man schon sagen, ja. Der Schnitzel fängt an zu brutzeln, wunderbar. So Leute, das Schnitzel ist jetzt fertig. Das geht ganz schnell, das ist ja schon vorgegart und alles. Ich habe mir einfach gerade Bock drauf, schnell mal was zu essen. Machen wir nochmal so was hier. Ein bisschen Panade und alles. Pfanne runter, aus damit. Dann wird jetzt schön gegessen, Leute. Auf jeden Fall Hunger, Leute. Also muss zwischen euch auch mal sein, ja. Ein bisschen Ketchup drauf. Nur das Gesündeste. Naja.
Was heißt gesündeste? Aber ab und zu muss das auch mal sein. So ein Fertigschnitzel einfach mal reingehauen. Und? Hm? Geschmackstest auf jeden Fall bestanden, schmeckt auf jeden Fall. So, auch wenn die Sonne wächst, noch mal kurz hinlegen und genießen, weil, guckt euch das an, das Wetter ist auf jeden Fall mega, mega nice. Ich werde ja heute, außer später, hier nicht mehr weggehen und vorher wollte ich das Video noch fertig schneiden. Deswegen heute mal im Vlog hin nur so von drin. Ich hoffe, er gefällt euch trotzdem soweit, ja. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, den Vlog heute wieder aufzunehmen. Hat wieder mega Bock gemacht. Ist auf jeden Fall nice. Ich habe ja auch einen etwas anderen Vlog-Stil. Habt ihr ja vielleicht schon gesehen. Denke ich mal. Und ich werde, denke ich mal, jetzt nach oben gehen. Dann nehme ich euch einfach mit. Und dann werde ich den Streamer vorbereiten. Also ich werde den Streamer vorbereiten und mich an den Schnitt von dem Video setzen. Das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Da habe ich Bock drauf. Ich habe so oder so wieder mega, mega Bock zu streamen. Deswegen. So Leute, da würde ich mal sagen, war es das auch vom heutigen Vlog. Und sage ich mal, haut rein Leute, bis zum nächsten Mal. Das war wieder euer Tobsen. Ich setze mich jetzt an den Schnitt dran. Werde den Stream jetzt gleich anschmeißen, wenn ich mit dem Video fertig bin. Und dann sage ich mal, haut rein Leute, bis zum nächsten Mal. Das war wieder euer Tobsen. Und tschüss.